Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Heute möchten wir sehr gerne den Krebs herstellen. Und dafür muss ich jetzt gerade die Trümmer zusammensuchen. Ich glaube, die hatte ich hier. Da, genau. Die Platten brauche ich, dann brauche ich noch Blei und Diamant. Ich glaube, das müsste jetzt passen. Und ja, das sollte schon passen. Jo. Passt. Es ist so dunkel. Ich sollte vielleicht warten, bis es wieder heller wird. Wäre besser. Das heißt, ich packe mal kurz mein Konstruktionswerkzeug aus, was ich nicht hier drinnen habe. Also machen wir das so. Ich verdrück mich immer. Und möchte noch einen Schrank bauen in der Zwischenzeit. Was haben wir hier noch? Ah ja, das Wärmekraftwerk wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz in Energie um. Ah ja, ja, ja. Das wäre auch gut. Vielleicht noch eine zweite Luftpumpe irgendwie mal zu bauen, wäre auch nicht schlecht. Energiezelle Ladestation. Erweiterter Kabelsatz, Titan und Rubin. Das ist gut, dass wir so viel gefarmt haben. Normaler Pflanztopf wäre auch gut. Das ist dann, wenn wir den Mehrzweckraum haben, wäre super. Normales Bett, Einzelbett. Ja, da gibt es genug Zeugs. Verkaufsautomat. Du liebe Zeit. Jo. Hier, der Mehrzweckraum. Das wäre halt noch super. Was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte jetzt mir eigentlich einen Schrankerl bauen. Also hier, den Spind. Ach, hör auf. Ich bin schon wieder hungrig. Das ist aber blöd. Das heißt, ich muss jetzt fischen gehen. Also was fangen. Und es ist dunkel. Dann muss ich hier jetzt wohl kurz, wohl kurz was zum Essen holen. Mal schauen, was es noch so im Angebot gibt. Da unten hätten wir einen Globschi. Mit ein bisschen Glück. Gibt es noch anderes Getier? Ich fürchte, nein. Hoppala. So. Hätten wir mal einen Glubschi. Dann. Was wäre noch gut? Da vorne ist, glaube ich, ein Blasenfisch. Noch ein Glubschi. Ja, nehme ich auch. Beides. Habe ich für beides Platz? Nein. Also dann nur einer. Dann nehme ich dich. Danke. So. Dann legst du zurück. Schnell was kochen. Jo. So, kann ich das Licht eigentlich ausmachen, weil es hilft dir nichts. Es ist ja so dunkel. So, ja. Und dann werden wir halt versuchen, noch meinen Spind zu bauen. Ja. Ja, wir schwimmen und es wird endlich wieder hell. Ja, wir schwimmen und es wird wieder hell. La 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 la. Oh, wie super oder wie fein, es wird hell. So, und essen. Keine Energie. Mach hinne. Jetzt. So, gebökeltes. Ja. Und normal gekochtes. Dann gucken wir mal. Nom nom nom. Vital signs. Nom nom nom. Salz habe ich jetzt keines mit mehr. Das heißt, ich müsste noch schnell eins holen, damit ich noch was trinken kann. Zumindest was herstellen kann zum Saufen. So. Einmal Salz. Schau, ich verdrück mich jedes Mal. Herrschaftszeiten. Einmal Salz und einmal Tischkoralle. Und einmal köstliches Wasser. Also zuerst das Chlor-Dings und dann hier Wasser. Da. Und Bröstelchen. Sehr gut. Das passt schon mal. Das andere lassen wir als Reserve. So. Und dann versuche ich jetzt mal den Krebs zu bauen, weil es ist endlich wieder schön hell. Jetzt sieht man auch was.
Wenn wir den Krebs haben, bauen wir dann vielleicht noch was. Zumindest schaue ich, ob ich die Sachen habe. Das mit dem Spind lasse ich jetzt dabei. Der Krebs, jawohl, wir haben alles. Krebs, das berühmte Exoskelett, mit dem schwierige Umgebungen zu Fuß erkundet werden können. Okay. Es ist normal, wenn first piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist mein Krebs? Da unten. Okay. Kann ich mit dem jetzt auch schwimmen? Welcome aboard, Captain. Tatsächlich, das geht auch. Ah, hüpfen! Ah! Okay, ich kann mit dem hüpfen. Was hat der da drin? Okay, mit dem kann ich echt nur zu Fuß gehen. Okay, dann würde ich sagen, ich parke den mal hier so. Da, das ist dann klar, warum ich hier für einen Zyklopen brauche, zum Mitnehmen. Aha. Interesting. Aber jetzt muss ich dann... Ja, jetzt habe ich hier die Seemotte drin eigentlich, ne? Meine Motte. Jetzt, wenn ich die tausche, kann ich den wahrscheinlich dann ausbessern, ne? Also verstärken. Ja, passt. Aber einen Krebs haben wir schon mal. Schaut echt ein bisschen aus wie so ein Krebs. Wegen die zwei Lichter hier. Okay. Gut. Hätten wir das auch. So. Was basteln wir als nächstes? Benzol war auch für irgendwas gut, weiß ich noch. Haben wir auch noch für irgendwas gebraucht. Natürlich, die Taucherflasche. Die machen wir jetzt gleich mal zuerst, die bessere. Mit hoher Kapazität, mit über bla bla Kapazität war noch irgendwas. Wo ist denn das? Hier. Die brauche ich. Taucherflasche mit hoher Kapazität. Ist das die? Leichte leichte Ding? Oder ist das die? Die muss ich bauen zuerst. Also zuerst die, dann die. Und dann kann ich die andere bauen. Na, gute Nacht. Okay. Wir brauchen Titan, einen Haufen. Okay. Einen Haufen Titan. Zack, 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 zack. 5 Stück brauche ich hier mal. Dann kann ich hier mal den Rubin schon mal lagern. So, 2 brauche ich, glaube ich, noch. Den Quarz lasse ich jetzt auch noch. Silber und Gold tue ich noch weg. So. Dann kann ich... Ich nehme gleich das ganze Titan mit, was wir haben. Weil das brauche ich jetzt eh. Normalerweise. Also, ich muss herstellen. Ich brauche jetzt mein Werkzeug dazu, glaube ich. Hier. Oder war es beim Fabrikator zu machen? Fabrikator, glaube ich, ne? Ich brauche gar kein Werkzeug. Aha! Warte, Geräte, was ist hier? Signalboje. Ah ja. Sende die Position. Ja, das ist sicher nicht verkehrt. Aber ich brauche jetzt hier kein Werkzeug, sondern meine Ausrüstung. Den Stand, die Standardtaucherflasche. Hier war ja noch Glas und Silbererz vonnöten. Habe ich jetzt das Glas hier oder da? Da ist es nicht. Ich verdrücke mich immer. Dann war es hier drin, glaube ich. Glas, jawohl. Ich nehme mal alle beide mit. Da brauche ich nur eins. Ich weiß es gerade jetzt selber nicht. Ich werde auch das Lithium derweil weg tun. 2 Stück. Und das Quarz tun wir auch derweil weg. Ja. Dann habe ich ein bisschen Platz, nämlich. Ein Diamant tue ich noch weg. So. Und Silber, das war hier drin. So. Dann probieren wir unser Glück. Mit hoher Kapazität, genau. Und jetzt da brauche ich die mit sehr hoher Kapazität. Die ist jetzt hier drinnen. Nein, wo war die hier? Geräte? Warte mal.
Mit ultra hoher Qualität. Wo war denn das? Das sollte aber schon hier was sein, oder? Seegleiter, das ist halt ein Blödsinn, ne? Werkzeuge kann ja auch nicht sein. Na, das muss ja hier dabei sein. Oder warte mal. Schauen wir mal auf den Bauplan. Ausrüstung, Werkzeuge, Geräte. Modifizierungsstation. Ach du Heilige. Habe ich sowas? Jo. Eine Modifizierungsstation habe ich noch nicht, oder? Glaube ich nicht. Die muss ich erst bauen, wahrscheinlich, ne? Mehrzweckraum, bla bla, Wärme, bla bla. Fabrikator, Modifizierungsstation. Da fehlt mir noch was. Okay, das kann ich mal getrost wegschmeißen. Also in den Spind rein. Nicht in den Spind, da ist kein Platz. Hier ist auch kein Platz. Gut. Aber wenigstens haben wir schon mal einen Teil hergestellt. Das ist ja schon mal was. Da hat er Platz. Da schmeißen wir den derweil rein. Auch das schmeißen wir derweil rein. Gut. Für irgendwann mal. Gut. Was können wir noch herstellen? Meinen Spind wollte ich noch basteln, ne? Brauche ich noch einen Quarz? Die Energiezelle, Ladestation. Erweiterter Kabelsatz. Wie geht denn der schnell? War das weiter oben? War das weiter unten? Muss ich suchen. Erweiterter Kabelsatz. La 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 la. Na, da war das Essen schon, gell? Oh, hier. Da. Kabelsatz, Gold und Computerchip. Tischkoralle 2, Gold und Kupferdraht. Silbererz. Das ist machbar. Kann man die Energiezellen aufladen. Das ist machbar. Also wir beginnen mit zwei Tischkorallen mit Gold und Kupferdraht. Das waren die Röhrenkorallen. Gold brauche ich. Das nehme ich gleich mal mit. Ich nehme auch das Silber gleich mit. So, dann Kupferdraht. Dann die Tischkorallen waren hier, zwei Stück. Das sollte jetzt schon einmal passen. Fabrikator. Ich glaube, das ist hier. Elektro-Computerchip, genau. Jetzt habe ich zweimal Silber, glaube ich, gebraucht. Falsches Silber. Aber ich hatte hier drüben, glaube ich, noch was. Das könnte ich auch verbrauchen. Hier war, glaube ich, genau. Hier habe ich noch ein Silber. Jetzt habe ich meine beiden. So. Der Kabelsatz, genau. Und hierfür brauche ich jetzt nochmal zwei Gold. Habe ich hier drin? Einmal. Ah, da habe ich noch wo Gold gehabt, glaube ich. Warte. Hatte ich nicht hier auch noch was? Ja. Kann ich gleich ordnungsgemäß wieder verbrauchen, damit man hier einigermaßen ein System hat. Ich verdrücke mich immer. So. Und hier den erweiterten Kabelsatz. Genau. Und jetzt da können wir bauen. Ich glaube, war das jetzt da. War das auch hier drin? Fortgeschritten? Nein. Wo baue ich das denn jetzt? Jetzt müsste ich dann schon alles haben, oder? Oder nicht? Ach so, kann ich das jetzt mit dem Konstruktionsset basteln? In der Tat.
Und den knalle ich derweil einmal. Ich würde sagen, so hin. Da. Baut sich das selber zusammen? Na, das hat gerade komisch ausgeschaut. So. So. Gut. Sehr gut. Energieladestation. Passt. Dann versuche ich mal mein Glück mit. Die waren hier jetzt drin, glaube ich. Ich will es mal probieren, ob es Batterien sind oder ob es Energiezellen sein müssen. Oder ob sowieso alles geht. Ich kann, glaube ich, eh nur für zwei. Deshalb mache ich mal kurz so. Schau, ich verdrück mich da schon wieder. Weil dann haben wir kaum Müll. In der Tat. Ich versuche es mal. Das geht, ja. Nein, Batterien gehen nicht. Gehen es, wenn es zwei Batterien sind? Nein. Okay, das geht nur mit Energiezellen. Nur Energiezellen kann man hier laden. Da kann man schön sehen, wie das lädt. Energiezellen-Ladestation steht hier. Vielleicht gibt es auch mal eine Batterieladestation. Aber hier geht es derweil nur mit Energiezellen. Aber das soll jetzt nicht unser Schaden sein. Energiezellen kann man eh immer wieder brauchen. So, dann tun wir noch die leeren Batterien wieder zurück. Die behalte ich trotzdem. Vielleicht kann ich sie eines Tages gebrauchen. So, was bauen wir noch? Was wäre denn noch vernünftig im jetzigen Zustand? Ja. Lichtstab geht noch nicht. Da brauche ich, glaube ich, eh nichts. Leuchtfackel. Das Stasi-Gewehr können wir uns antun, wenn es wollt. Dass wir das auch gebaut haben. Computer, Batterie, Magnet. Können wir nicht bauen. Wir können sie da liegen lassen derweil, ne? Wir könnten aber auch die Neptun-Station bauen. Machen wir es nacheinander. Zuerst das Werkzeug. Also Computerchip, Batterie und Magnetit brauchen wir da. Also für den Computerchip habe ich jetzt gebraucht. Hier einmal das hier. Ich glaube, Gold war dabei. Und was noch? Ich glaube, die Tischkorallen. Zwei Stück. Muss ich auch mal farmen gehen. Und Gold. Ich glaube, das war jetzt da. Hier. Genau, der Computerchip. Dann brauche ich eine Batterie. Da kann ich mir hier noch eine fladern. So. So. Und was war jetzt noch? Kann ich das hier eigentlich hier herstellen? Brauche ich wahrscheinlich wieder den... Das Ding... Na, das ist schon hier, glaube ich, ne? Stasi-Gewehr. Magnetit, genau. Das war's. Hier haben wir zwei Stück. So, ich verdrücke mich schon wieder. Das ist unglaublich. Und das Stasi-Gewehr. So. Tada! Hat man das auch. Gut, dann können wir noch bauen. So können wir mal uns anschauen. Stasi-Gewehr lässt psychische Objekte erstarren. Genau. Motivational Note. Craig McGill crash-landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tamed Star Wall. If he can do all that, you can survive one more day. Ja, ich bin voll motiviert. Tatsächlich. Das hört sich schon da bald so an, als wenn wir auch Corona hätten. Ne? So abgeschottet. Ja. Wir sind Einsiedler, wir vermeiden Kontakt. So. Genau, die Neptunstation. Titanbahn brauchen wir zwei, Computerchips brauchen wir einen Haufen und Blei. Also einen Haufen. Einen halt und Blei. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt ein Kupfer. Dann nehme ich hier wieder den Kupfer raus. Ich nehme gleich zwei, glaube ich. Weil für den Draht brauchte ich, glaube ich, ein oder zwei. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Uppala.
Achso, ich will der Strom aus. Ich will finster. Ja. Ich will finster, finster. Ja, ist schon recht. Emergency power only. Ja, mir raus. Dann ist halt finster. Gottes Willen. Müssen wir gleich so Drama draus machen. Gut, dann halt nichts mehr machen. Bist du fertig? Wenigstens etwas. Dann halt nichts. Bitte, wie sie wünschen. Warten wir halt wieder, bis es hell wird. Inzwischen können wir uns ja mal, schauen. Daten-Downloads. Überlebende der Aurora. Rettungskapsel 19, Aufzeichnung des zweiten Offiziers Keen. An die gesamte Besatzung. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie gegen meine Befehle dem automatischen Notsignal gefolgt. Ja. Das vom Bordcomputer dieser Rettungskapsel gesendet wird. Ich war gezwungen auszusteigen. Ihre Befehle sind meine Sicherheit zu ignorieren und zu versuchen, die übermittelten Treffpunktkoordinaten auf der nächsten Landmasse zu erreichen. Ich hoffe, Sie alle dort zu treffen. Seek fluid intake. Da kannst du da mal mehr lesen, da bin ich immer nicht durchstieg. Dann saufst halt, bitchen. Ja, lass mich weiterlesen. Sprachaufzeichnung des zweiten Offiziers Keen. Okay. Responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain? Okay. Okay. Da hat's Bumm gemacht. Ja? Ja, okay, ich habe schon wieder vergessen. Entschuldigung. Ja, natürlich kriege ich hier keine Luft. Das heißt, wir gehen einen Sprung rein in unser Mötchen. Ich hoffe, dass die Luft hat für uns. Ja. Bitteschön. Ja. Dann parke ich mal jetzt absichtlich die Motte hier hin. Hol mir den Krebs. Yes. Und probiere. Ich hoffe, ich stürze jetzt nicht in den Tod da. Geht das hier so? Kann ich hier? Okay. Wow! Okay, ich kann hier doch nicht raus. Ich dachte, es würde funktionieren. Er kann ein bisschen, kann er schweben, aber es reicht scheinbar nicht, dass ich hier... Aha. Ah, ich kann was greifen. Schau mal. Ich kann tatsächlich boxen. Vielleicht kann ich jetzt wirklich... Ich probiere das jetzt mal. Vielleicht muss ich auch eine Station... Vielleicht muss ich auch eine Tauchstation extra für den Krebs hier basteln. Das ist jetzt auch weit zum Hatschen. Ich wollte jetzt versuchen, ob das jetzt mit dem Krebs geht, dass man hier so ein großes Ding kaputt hauen kann, ne? So ein Vorkommen. Ich habe echt Angst, wenn ich da runterstürze, komme ich, glaube ich, nie wieder hoch mit dem Ding. Da muss ich wirklich warten, bis ich einen Zyklop habe. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal testen. Da drüben ist das drüben sowas? Wäh, langsam. Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt echt gehofft, dass hier so ein großer Felsen ist, ne? So ein Vorkommen halt. Vielleicht kann ich auch gegen Monster kämpfen. Komm her, ich hau dich. Tatsächlich, das klappt auch. Gut zu wissen. Ah, jetzt wird sie wieder hell. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal probieren, ob ich jetzt hier so ein Vorkommen kaputt hauen kann. Mit dem Zeug. Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach. Probier es mal so. Gehen tut's, tatsächlich.
Jawohl, ich kann was einsammeln. Das geht schon mal. Wenigstens bei den Kleinen konnte ich es jetzt mal testen. Habe ich Platz? Ja. Dann kann ich... Ich verdrücke mich schon wieder. Dann kann ich wenigstens den Schrott schon mal einsammeln. Jetzt ein bisschen gleiten kann er ja, ne? Also... Ganz unbeholfen ist er zum Glück nicht. Langsam. Ich hätte halt schon gern jetzt so ein... Ihr wisst schon, so ein großes... Vorkommen gehabt. Schade eigentlich. Huh. Haha. Den könnte ich eigentlich auch fangen. Lol. Hoppala. Okay, den habe ich kaputt gemacht. Ich wollte ihn einsammeln. Ich wollte ihn einsammeln. Ich hau dich, du Mistviech. Hast du auch irgendein Loot für mich? Oder bist du nur tot? Ich glaube, der ist nur tot. Jetzt dachte ich, ich könnte so einen Blasenfisch fangen, ne? Den da. Doch, geht ja. Na? Zuckst du schön? Gut. Dann habe ich hier wahrscheinlich kein Glück. Das ist ein bisschen schade gerade. Das wollte ich echt ausprobieren. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der das einfach so zerhaut. Einfach so BÄM. Und dann war es das mit dem Vorkommen. Heureka. Aber lustig ist schon laufen mit dem Kerl. Und ein Salz für uns. Nehmen wir auch mit. Ist da jetzt wirklich nirgendwo so ein großes Vorkommen? Ist jetzt aber schon ein bisschen gemein. Ich finde das jetzt gemein. Metallschrott, noch mehr Metallschrott, noch mehr Metallschrott. Nehmen wir halt das Salz. Hoppala. Salz mit, wollte ich sagen. Danke. Jetzt wollte ich das echt austesten. Jetzt habe ich keine Möglichkeit dazu. Puh. Aber wenn man logisch denkt, bleibt ihn ja fast... Also, erklärt sich dann normal eh von selber, ne? Dass er das können müsste. Dusch. Ja. Da ist halt gerade nichts Passendes, leider. Da ist gerade nichts Passendes. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit und wie hoch ich da mit dem hinkomme. Vielleicht soll ich nicht zu hoch. Jetzt ist der Sturz vielleicht umso schmerzhafter. Wow. Da sollte ich vorsichtiger sein, ne? Ich habe halt gedacht, besser gesagt gehofft gehabt. Wupp. Du solltest dich da hier schon nach Möglichkeit bewegen können, Freund. Ja, da ist aber nichts Passendes. Ich wollte es nur mal demonstrieren, ob es vielleicht eventuell, ob es können, Tete tut, aber ich habe da jetzt nichts Passendes dabei. Und ich will da jetzt ehrlich gesagt nicht zu sehr in die Tiefe runter, weil ich habe echt Angst, dass ich das Ding hier nie mehr hochkriege. Also nie mehr hier rauf. Gut. Hätten wir das auch. Dann fällt eigentlich wirklich nur noch der Zyklop, dass wir den Kerl hier auch einpacken können. Dann können wir wirklich den Untergrund Superklasse erkunden, glaube ich. Weil der verträgt auch 900 Meter. Jetzt schon. Leck mir am Buckel. Das ist halt schon cool. Ich glaube nicht, dass die Motte den mitnehmen kann. Sie ist zu klein normal dafür, ne? Naja, auf jeden Fall, der Part wäre wieder zu Ende. Lustig, lustig.
Das drum ist echt gigantisch. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Part, bauen kann ich jetzt so nicht mehr allzu viel, wäre wieder eine Erkundung nicht schlecht, ne? Dass man sich hier jetzt vielleicht ausmacht und anschaut, Servus, was man denn als nächstes machen könnte. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Der ist immer nur am Saufen, ne? Immer nur durstig und ich habe nichts mehr. Da muss ich noch was bauen. Okay. Ich würde sagen, lassen wir das mal im nächsten Part, schauen wir uns das an. Nochmal mit dem einen Gebäude da, was 800 Meter tief sein soll. Vielleicht kommen wir dahin, das wäre super, können wir das erkunden. Und ich werde inzwischen was zu essen und zu trinken basteln. Eher was zu trinken, weil unser Kerl ist schon wieder durstig. Und dann sehen wir weiter. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.